Herzlich willkommen auch an YouTube, ne? Stimmt ja. Habe ich ja ganz vergessen. Und ja, viel Spaß wünsche ich euch schon mal beim Zuschauen. Wenn es euch gefällt, könnt ihr auch gerne mal ein Abo dalassen bei YouTube, ne? Und einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr auch nichts mehr verpassen wollt, schaut doch meine anderen Videos da mit noch an, ne? Habe ich ja noch ein paar am Laufen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Genau. Es gibt eine Kleinigkeit, was ich offline gemacht habe. Und zwar haben wir ein kleines neues Pokémon, was ich mal kurz durch einen guten Kumpel hier bekommen habe. Ich danke dir nochmal, Sticky, ne? Falls du das jetzt hier sehen solltest. Danke ich dir auf jeden Fall nochmal, dass du mir das Schelast gegeben hast. Und wir sprechen uns nachher nochmal, ne? Und ja, das Schelast habe ich aber erstmal in der Box. Weil ich wollte halt erstmal die Pokémon, die ich bei mir habe, nochmal trainieren. Quatsch, nicht Pokédex. Also zumindest bis zu einem gewissen Level. Günther ist ja schon fast auf Level 16, bis dahin wollte ich das erstmal machen, beziehungsweise vielleicht auch bis Level 20. Und danach würde ich halt nach und nach die anderen Pokémon aus der Box noch reinholen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal weiter. Wir müssen in die nächste Stadt. Ja, bin schon wieder müde. Jeden Tag und ja, mal schauen, was so vorkommt. Wenn ich mit meinen Turbo-Tretern durch die Gegend düse, fühlt es sich an, als wären alle Blicke auf mich gerichtet. Das ist doch schön. Der Arenaleiter ist noch jung, aber trotzdem schon als Sicherheitsbeauftragter der Mine tätig. Das macht ihn erst recht zu einem richtigen Gesteinsexperten. So, wir nochmal hier. Es gibt viele verschiedene Arten von TMs, deshalb kann es ganz schön verzwickt sein, sich zu entscheiden, welches Pokémon welche Attacke lernen soll. Ja, es sei denn, man weiß vornherein, wie man die Attacken geben soll, oder man lässt es einfach. Die Lüftung tauscht die heiße Luft von unten gegen die frische Luft von hier oben aus. Wenn ich so einen Lüftungsschacht sehe, möchte ich am liebsten meinen Kopf reinstecken und laut Hallo brüllen. Würde ich auch gerne. Ist bestimmt lustig. Ich weiß gar nicht, hatten wir alle Trainer eigentlich hier unten besiegt? Da gehen wir nochmal vorher runter. Das will ich ja nun doch schon mal wissen noch. Ja, wir lassen mal Daniel oben, ne? Das wird schon okay sein, denke ich mal. Eine Sache muss ich noch machen, glaube ich. Das hier. Da. Da. Zack. Und dann wollen wir das ja noch anderweitig teilen. Und zwar da rein wollen wir es machen. So. Alles klar. Müsste ja gemacht haben. Und man sieht schon wieder den Greenscreen. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe den vorhin extra eingestellt. Ich muss da nochmal gucken. Okay, hier sieht man den nicht. Okay. Ah, okay, ich habe was vergessen. Na gut, kann passieren. Jetzt ist es auf jeden Fall besser. So. Alles klar. So, wir gucken nochmal hier in der Mine, ob wir auch wirklich alle Trainer besiegt haben, weil das würde ich schon gerne.
damit wir hier den Ort auch komplett abgeschlossen haben erstmal. So, Daniel ist erstmal am Zug und zieht gleich erstmal Absorber ab. So. Kleinstein dürfte schnell erledigt werden. Sehr gut. Ja, Absorber wirkt sehr gut, weil es ja eine Pflanzenattacke ist. Normalerweise kenne ich von Zubat eigentlich nur Blutsaugerattacke. Aber ich glaube, das kam bei Gold und Silber auch schon vor, dass er dann Absorber kann. Und das hat sich dann so weiter weiter reingezogen hier in die nächsten Spiele. Aber ist doch okay. Kann man wenigstens auch besser handhaben hier alles. Das war ein bisschen kurios, weil ein Zubat gegen ein Stein-Pokémon hier zum Beispiel ja, Absorber macht, ne? Mit seinen Zähnen da irgendwie rinbeißt in den Stein wahrscheinlich und dann mal kurz, lecker. Energie. Dankeschön. So. Das ist natürlich auch sehr gefährlich für Zubat. So ein Steinwurf. Aber das überlebt er ja. Unser Daniel, ne? Das schafft er. Steinpolitur. Na geil. Okay, das geht ja noch. Hoffe ich. Katapult? Ach du Kacke, die Attacke kenne ich ja gar nicht. Aber zum Glück haben wir es noch geschafft hier. Daniel, unser Held, haut einen Onix weg. So, Erfahrungspunkte. Ja, dauert noch ein bisschen, bis er ein Level weiterkommt. Aber egal. Die Stärke zählt, die er hat. Und er hat gerade ein verdammtes Onix-Platte gekriegt. Hey, Sticky. Schönen Abend wünsche ich dir. Hab mich schon mal vorher schön rechtzeitig bedankt, ne, bei dir nochmal. Für dein Schelast. Und ja. Nachher, wie gesagt, gucken wir mal, ob wir es noch im Stream schaffen, ne? Oder halt danach erst. So, das nächste Kleinstein. So. Absorber, erstmal Zubat ein bisschen Energie ballern. Der ist ja schon wieder fast weg. Ach nee, der hat doch recht viel Energie gehabt. Ja genau, jetzt brauche ich nur mal Panflammen. Richtig. So, Kleinstein, du bist weg. Danke. So, und Levelaufstieg für Tristendo. Na, das wird da was. Level 14 ist der Junge schon. Mensch. Was? Entwickelt sich schon? So früh? Na gut, machen wir mal. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich jetzt schon entwickelt. Aber na gut, umso besser. Haben wir ein stärkeres Pokémon schon mal. Dein Tristendo hat sich zu einem Staravia entwickelt. Vorhin Level 14. Also gut, bei Raupi und Horndew konnte ich das ja verstehen, weil der Käfer-Pokémon waren und so eine kleine Würmchen, dass die sich dann so früh weiterentwickelt haben, aber ja, Star-Lily ist schon heftig. Ich sollte mich dann mal wieder an die Arbeit machen, obwohl ich auch lieber wie du mit Pokémon auf Reisen gehen würde. Ja, mach mal. Mach Holo geht lieber arbeiten. Zertrümmerer einsetzen. Bidiza. Und noch einmal. Die Kisten können wir nicht zertrümmern, schade. Ich verrate dir etwas. Ich habe mein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Ja, so wie manch anderer wahrscheinlich auch.
Gut, dass wir nochmal hergekommen sind. Hier haben wir noch ein paar zum Trainieren hier. Macholo, na klar. So, machen wir erstmal einen Superschall. Und der sitzt natürlich auch sehr gut. Hoffentlich zieht er auch sich selbst was ab. Jawohl. Das läuft doch hier. So. Erstauner können wir mal probieren. Ob Daniel da was reißen kann? Naja, ein bisschen. Nicht viel. Holo setzt Fußkick ein, na, das ist ja. Das ist doch gar nichts. Da passiert nichts. Ab wann hat sich ein Star wie er sonst immer entwickelt? Das war da auch erst Level 20 oder sowas in dem Dreh. Weil es ja die letzte Entwicklung schon. Komm, wir müssen jetzt mal Hollow mal platt kriegen hier. Daniel, zieh mal durch. Silberblick, was will der mit Silberblick? Mit seinem Fußkick kriegt er mich sowieso nicht klein. Nie so schnell jedenfalls. Das war kein Fußkick, das war eher so ein Karateschlag, glaube ich. Aber setzen wir nochmal Absorber ein und dann müsste er schon, jawohl, weg sein. Sehr gut. So, Olaf ist ein Level aufgestiegen. Sehr schön. Du bist mir vielleicht einer. Ja. Einer, der gewinnt. So, da haben wir einen Macholo und hier haben wir auch einen. Diesen Macholo bin ich auf Route 207 begegnet. Mittlerweile sind sie meine besten Freunde. Ich kann mich voll auf sie verlassen. Okay, wen haben wir jetzt hier? Kleinstein. Alles klar. So, dann ziehen wir mal Kleinstein ein bisschen Energie ab. Das war ein Igler, glaube ich, oder? Nee. Das war eine andere. Das war Politur. Und Sandsturm natürlich. Bringt doch eh nichts. Na gut, Panflam, ja. Aber es wird ja noch stärker. Man muss halt trainieren. So. Natürlich Walzer. Zum Glück ist Kleinstein jetzt erledigt. Dann passt das schon. So.
Okay. Gut, das müsste so gehen. Und Daniel ist ein Level aufgestiegen. Sehr gut. Level 13. Ja, natürlich, den Daniel muss man immer richtig schön leveln, ne? Aber bist ja nicht der Einzige, der hier gelevelt werden muss. Werde ja gucken, dass ich hier alle Pokémon, die ich so bekomme, schön hochlevel.